Als Immunabwehr bezeichnet man die Fähigkeit des menschlichen Organismus, gegen Eindringlinge, Bakterien, Viren, Antikörper zu bilden und diese damit abzuwehren. Es gibt eine angeborene Immunabwehr und eine erworbene Immunabwehr. Ein Beispiel für die erworbene Immunabwehr ist die Impfung. Hier wird ein Bakterium oder Viren abgeschwächt oder abgetötet in den menschlichen Körper eingebracht. Der Körper hat dann die Fähigkeit, Antikörper zu bilden und kann dann gegen diese Viren, gegen diese Bakterien und damit gegen die entsprechende Krankheit immun sein. Ich werde jetzt den Kameramann impfen. Bitte kommen Sie vor. Wenn Sie das so in die Höhe geben, die Haut, das ist eine intramuskuläre Injektion, also in den Muskel hier im Oberarm. Hier habe ich den Impfstoff. So, ist erledigt. Das Pflaster brauchen wir nicht. Der Kameramann wird nicht verbluten. Wir sehen gar nichts.